Heute werden wir uns über die Unterschiede im Verhalten vom Lösemittel und von der Lösung unterhalten. Allgemein haben wir gesehen, dass das Verhalten einer Mischung davon abhängt, wie die energetischen Verhältnisse zwischen den Komponenten sind und wie die entropischen Verhältnisse zwischen den Komponenten sind. Das Ganze wird durch die Theorie von Florian Huggins beschrieben. Besonders einfach ist das bei idealen Mischungen. Da haben wir ein Mischungsvolumen und eine Mischungsenthalpie, die 0 entspricht. Bei idealen Mischungen haben wir außerdem die Situation, dass die Eigenschaften der Mischung immer zwischen den Eigenschaften der reinen Komponenten liegen. Wenn Sie hier links die blaue Komponente haben mit ihren Eigenschaften, hier rechts die rote Komponente mit ihren Eigenschaften, dann liegen die Eigenschaften der Mischungen immer dazwischen, etwa der Siedepunkt, etwa der Gefrierpunkt. Wenn wir zwei Phasen haben, in denen sich ideale Mischungen befinden und diese beiden Phasen in Kontakt bringen, dann ergibt sich eine einfache Beziehung zwischen der Konzentration einer Übergangskomponente in der einen Phase und in der anderen Phase. Diese Beziehung entspricht dem Massenwirkungsgesetz. Der Quotient der Konzentrationen ist im Gleichgewicht konstant. Diese Gesetzmäßigkeit heißt in der Extraktion der Nernst-Verteilungssatz. Diese Gesetzmäßigkeit heißt in der Absorption das Henrysche Gesetz. Und diese Gesetzmäßigkeit heißt für den Dampfdruck das Rausche Gesetz. Heute wollen wir uns mit Mischungen beschäftigen, die man klassisch als Lösung bezeichnet. Wir haben eine Komponente A, das Lösemittel, relativ leichtflüchtig. Wir haben eine Komponente B, der gelöste Stoff, der soll so schwerflüchtig sein, dass sein Dampfdruck praktisch nicht messbar ist. Und wir haben dann eben die Mischung, die wir als klassische Lösung bezeichnen. Wenn wir etwa Wasser nehmen und darin Zucker auflösen, dann haben wir die klassische Zuckerlösung. Das reine Lösemittel hat einen Siedepunkt T-Wap mit Stern gekennzeichnet, einen Gefrierpunkt T-Fusion mit Stern gekennzeichnet. Wir wollen uns jetzt darüber unterhalten, wie sich diese Temperatur des Gefrierens und Verdampfens bei einer Lösung ändert. Aus dem Rauschen Gesetz ergibt sich, dass der Dampfdruck über einer Lösung immer geringer ist als der Dampfdruck über dem reinen Lösemittel. Diese Dampfdruckerniedrigung Delta P ist proportional dem Stoffmengenanteil des Gelösten. Wenn wir also 2% Zucker in Wasser lösen, dann sinkt der Dampfdruck des Wassers um 2% ab. Wenn wir in ein PT-Diagramm die Dampfdruckkurven vom Lösemittel schwarz und die vom gelösten Stoff grün einzeichnen, sehen wir, dass der reine Stoff, das reine Lösemittel bei der Temperatur TS siedet, dass die Lösung aber erst bei einer höheren Temperatur TS' den Außendruck P0 erreicht. Unsere Dampfdruckerniedrigung hat zu einer Siedepunktserhöhung geführt, Delta TS. Wenn wir diese Siedepunktserhöhung berechnen wollen, brauchen wir zum einen die Clapeyron'sche Gleichung, die uns die Dampfdruckkurve beschreibt, und zum anderen die Raoultsche Gleichung, die uns die Dampfdruckerniedrigung beschreibt. Wenn wir die Gleichungen entsprechend kombinieren, erhalten wir einen Ausdruck für die Siedepunktserhöhung. Die Lösung siedet nicht nur bei einer höheren Temperatur als das reine Lösemittel, sondern sie gefriert auch erst bei einer tieferen Temperatur. Diese Gefrierpunkterniedrigung, Delta T Fusion, können wir mit einem ähnlichen Ansatz ermitteln. Die drei Eigenschaften Dampfdruckerniedrigung, Siedepunktserhöhung
und Gefrierpunktsenergierung gehören zusammen mit dem osmotischen Druck Pi zu den sogenannten kolligativen Eigenschaften. Das sind Eigenschaften von Lösungen, die nur von der Anzahl der gelösten Teilchen abhängt, nicht aber von der Art der gelösten Teilchen. Wenn zwei Lösungen die gleiche Anzahl gelöster Teilchen haben, haben sie die gleichen kolligativen Eigenschaften. Wir haben hier nochmal das PT-Diagramm sowohl des reinen Lösemittels schwarz gezeichnet, als auch der Lösung grün gezeichnet. Der Siedepunkt ist dort, wo die Dampfdruckkurve der Isobaren bei P0 schneidet. Wir haben hier noch einmal die PT-Kurve. Wir haben in diesem Diagramm noch einmal die Dampfdruckkurve des Lösemittels schwarz gezeichnet und die Dampfdruckkurve der Lösung grün gezeichnet. Der Siedepunkt einer Flüssigkeit ist dort, wo die Dampfdruckkurve die Isobare bei P0 schneidet. Beim Lösemittel haben wir einen geringeren Siedepunkt als bei der Lösung. Wenn wir quantitativ einsetzen, das Rausche Gesetz, die Laplace Gleichung, bekommen wir für die Siedepunktserhöhung einen Wert von RT² Molmasse des Lösemittels durch Verdampfungsenthalpie des Lösungsmittels mal Stoffmengenanteil des Gelösten. Wir können den Quotienten zusammenfassen zu einer Konstanten, können noch den Konzentrationsmaß austauschen gegen die Modalität und erhalten dann die Gleichung für die Siedepunktserhöhung ebullioskopische Konstante mal Modalität des gelösten Stoffes. Die ebullioskopischen Konstanten der verschiedenen Lösemittel sind tabelliert. Bei Wasser etwa beträgt der Wert 0,514 Kelvin Kilogramm pro Mol. Bedeutet, wenn ich 1 Mol irgendeiner Substanz in 1 Kilogramm Wasser löse, bekomme ich einen Siedepunkt, der genau 1 Kelvin höher ist als der Siedepunkt von reinem Wasser. Also bei 101 Grad Celsius dann liegt. Die Gefrierpunktserhöhung lässt sich völlig analog zur Siedepunktserhöhung berechnen. Wir erhalten dann, Gefrierpunktserhöhung ist ungefähr minus kryoskopische Konstante mal Molalität mal Van 't Hoff-Faktor. Der Van 't Hoff-Faktor gibt an, in wie viel Teilchen ein Stoff dissoziiert, wenn er gelöst vorliegt. Die kryoskopischen Konstanten der Lösemittel sind tabelliert. Für Wasser haben wir einen Wert von 1,86 Kelvin pro Kilogramm und Mol. Wenn wir 1 Mol irgendeiner Substanz in 1 Kilogramm Wasser lösen, gefriert das Wasser um 1,86 Kelvin tiefer, als es in reiner Form gefrieren würde. Man kann also den Gefrierpunkt von Wasser senken, wenn man darin Substanzen löst. Wenn wir zum Beispiel 1,7 Liter Glykol, ein bekanntes Frostschutzmittel, in 3,3 Litern Wasser lösen, dann haben wir damit eine Molalität des Glykols von 7,5 Mol pro Kilogramm im Wasser. Das entspräche nach unserer Gleichung einer Gefrierpunktserhöhung von minus 14 Kelvin. Man kann umgekehrt die Gefrierpunktserhöhung auch ausnutzen, um Molmassen von gelösten Substanzen zu ermitteln. Ein beliebter Praktikumsversuch. Wir vermessen zum Beispiel im Praktikum verschieden konzentrierte Lösungen und bestimmen deren Gefrierpunktsenthaltung. Dabei verwenden wir als Konzentrationsmaß das Massenverhältnis M Stern und wir sehen, dass die Gefrierpunktsenthaltung abhängig ist von diesem Massenverhältnis. Wir können jetzt die bekannte Gleichung Delta T ist gleich minus K mal B umrechnen. Wir können die Molalität in den Massenbruch umrechnen und erhalten Delta T durch Massenbruch ist gleich minus K durch Molmasse. Wir müssen bedenken, dass diese Gleichung, genau wie die Anfangsgleichung, nur für ideale Lösungen gilt. Wenn wir reale Lösungen haben, dann können wir uns behelfen, indem wir die Eigenschaften dieser realen Lösung auf unendliche Verdünnung extrapolieren.
Wir nehmen also Delta T durch M Stern, tragen das auf gegen M Stern und erhalten Punkte, die wir jetzt linear extrapolieren auf die Konzentration 0. Den Achsenabschnitt, den wir dann erhalten, den setzen wir in unsere Gleichung ein und errechnen daraus die Molmasse der gelösten Substanz. Zusammengefasst können wir festhalten, eine Lösung siedet bei einer höheren Temperatur und gefriert bei einer niedrigeren Temperatur als das reine Lösemittel. Diese beiden kolligativen Eigenschaften hängen nur von der Anzahl der gelösten Teilchen ab, nicht aber von der Art der gelösten Teilchen. Bei dissoziierenden Substanzen müssen wir auch noch den van't Hoffschen Faktor I mit berücksichtigen.